Hauke, jetzt 2 Siege in Folge, 5-1 gegen Kiel, 3-1 gegen Schalke. Wie zufrieden bist du mit dem letzten Heimspiel? Ja, die letzten Heimspiele waren extrem wichtig für uns. Wir sind sehr zufrieden. Ich als Defensivspieler sage, dass wir 2 Gegentore bekommen haben, ist nicht ganz so gut. Daran können wir arbeiten, aber ich glaube, beide Siege waren hochverdient. Von daher können wir da gerne in Berlin weitermachen. Obviously, our aim out of these games was to win and therefore I'm very happy that we succeeded. Now it's time for the away game at Hertha BSC, the next top-class team. How do you rate them? Oh, they are, I think, one of the best teams in the league, and definitely I rate them very high. And it's going to be a very, very hard game. Ja, es ist eine schwierige Mannschaft, schwierig gegen sie zu spielen. Haben natürlich eine hohe individuelle Qualität, ähnlich wie Schalke. Wirken aber gefestigter als Schalke. In Berlin, großes Stadion, unfassbar viele Zuschauer, die von uns mitkommen. Deswegen glaube ich, wird es ein hochinteressantes Spiel und für mich ein Spiel, auf das ich mich extrem freue. Ja genau, es wurden bis jetzt knapp 12.000 Auswärtskarten an St. Pauli verkauft. Also ein riesen Fanbase von uns kommt mit. Insgesamt habe ich heute von Hertha gehört, 60.000 im Olympiastadion. Also eine große Hausnummer, gerade auch für die zweite Liga. Da ist da die Motivation noch höher. Die Motivation nicht, aber die Vorfreude vielleicht ein Stück weit. Ist für mich auch was ganz Besonderes, so viele Auswärtsfans zu haben. Das hatte ich bisher noch nicht. Deswegen bin ich echt gespannt, wie es dann wird. Olympiastadion ist natürlich auch ein besonderes Stadion. Deswegen ist es natürlich ein Spiel, worauf man sich sehr freut, wo man ja ein bisschen aufgeregter ist oder nicht aufgeregter, vielleicht vorfreudiger. Aber extra motivieren braucht man keinen für das Spiel. Yeah, I mean, it's overwhelming to see that people are really willing to be behind us and support us like this. It's overwhelming. Oh yeah, I would expect very, very loud and intense atmosphere. Maybe something similar when we played HSV away. So definitely a difficult place to play. Hertha hat mit Tabakovic einen Top-Stürmer in ihren Reihen. 7 Tore, 2 Assists bis jetzt in den 7 Spielen. Gerade für dich als Abwehrspieler natürlich die Frage, wie kann man ihn stoppen? Ja, das geht nur im Defensivverbund. Ich glaube, so wie wir bisher verteidigt haben, machen wir es echt gut. Auch wenn wir in den letzten 3 Spielen immer ein Gegentor gekriegt haben, da wäre es schön, wenn wir wieder zu 0 spielen. Aber alles in allem, jeder hilft mit. Jeder hilft mit, auch wenn der andere mal einen Fehler macht oder einen Zweikampf verliert. Und das sind die Basics, die wir dann auch für Samstag brauchen. Auch für dich ein Wiedersehen mit Fabi Reese. Habt ihr noch Kontakt? Ab und an ist es seltener geworden. Zum Anfang der Saison war es ein bisschen mehr. Aber es ist klar, dass ich mit Fabi eine schöne Zeit zusammen hatte, eine erfolgreiche Zeit. Und ich mich auch extrem auf das Wiedersehen freue. Alles klar, dann sehen wir uns Samstag.